Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Serious Sam 3 weiter. Beim letzten Mal haben wir uns durch die unwegsame Wüste von Schnupsien irgendwie durchgeballert. Und ob wir heute bedeutend weiterkommen oder nicht, das wird sich zeigen. Ah, jetzt weiß ich wieder, was das für ein Raum war, genau. Ich hatte jetzt kurzzeitig ein bisschen Probleme, mich zu orientieren. Aber mir war doch so, wir haben hier beim letzten Mal die Schalter betätigt und dann gingen da drüben die Türen auf oder so und dann kamen ganz viele fiese Monster. Jetzt muss ich nur ganz kurz mal schauen, wie sieht es munitionstechnisch aus. Da habe ich sogar noch Munition für die Minigun und ganz viel. Oh Gott, das ist ja, das ist ja herzergreifend. Ich könnte eigentlich, naja, je nachdem, ne? Blups. Blups. Wäre jetzt nur so eine Idee. Also, ich meine, sie kommen da durch, ne? Also, von daher, das erscheint mir auf eine gewisse Art und Weise logisch, was ich jetzt gerade mache. Gut, probieren wir es aus. So. Benutzen. 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 Und die Büchse der Pandora ist geöffnet. Und sie kommen oder sie kommen nicht. Kommen sie rein, können sie rausgucken. So oder so ähnlich. Bringen wir einfach mal alles zum Explodieren. Okay. Gut. Ein paar habe ich unter Umständen getroffen. So, jetzt haben wir hier nur ein paar dämliche Skorpione. Die kümmern mich aber zum Glück fast kein bisschen oder so. Zumindest, wenn sie meine Lebensenergie nicht gar so entscheidend dezimieren, wie sie es momentan irgendwie vorhaben. Moment, 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 Moment. Okay, mit Raketenwerfer ist das, glaube ich, weniger ein Problem. Buff, 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 buff. Da sind jede Menge Riesenskorpione nicht. Das sind die kleinen Skorpione. Ei, 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 ei. Warum denn so viele von euch? Was macht ihr denn da drüben? Kaffeekränzchen oder was? Hier, puff, puff, puff. Und dann wieder Raketen, Raketen, Raketen. Und wieder puff, puff, puff. Und wer will nochmal, wer hat noch nicht? Da rennt noch einer rum. Und da rennt noch einer rum. Da rennen ja noch ein paar rum. So, ist auch so herrlich dunkel da drüben in dem Raum. Und jetzt haben sie meine Lebensenergie doch mehr oder weniger beträchtlich dezimiert. Auf die Entfernung. Was ich echt unschön finde, aber gut, okay. Wir trauen uns, glaube ich, mal jetzt vorsichtig in diesen Raum hinein. Gehen jetzt aber mal... Ja, wir gehen mal entlang. Moment. Moment, Moment. Ich habe dich gesehen, ich habe dich gesehen, ich habe dich gesehen, ich habe dich gesehen. Nein, 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 nein. Nein. Und... Ja, du fällst zusammen, das ist schön. Warum schon sogar der letzte gewesen sein. Weiß nicht, ob ich das so klug gemacht habe, deswegen sträube ich mich momentan so ein ganz klein bisschen davor, hier zu speichern. Aber ich glaube, das war unterm Strich doch ganz okay. Wir speichern einfach mal. Kleiner Zwischenstopp und dann geht's quasi gesehen weiter. Auch wenn ich jetzt noch nicht so wirklich weiß, wo es weitergeht. Aha, hier ist ein Schalter. So. Wo geht jetzt was auf? Da geht was auf. Nur da? Ja, es scheint so. Okay. Ja, okay. Ja, ja. Affen, 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 Affen. Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Ja, ja. Von mir aus, von mir aus, von mir aus, von mir aus. Hab ich kein Problem mit. Solange es nur Affen sind. Okay. Ich bin auch momentan so ein ganz klein bisschen... Ja. Natürlich erpicht darauf, das Spiel so langsam aber sicher durchzubekommen, ja. Wir hängen lang genug, also wir hängen schon ziemlich lange mit Serious Sam rum und das ist jetzt nicht so sonderlich verkehrt, weil das Spiel ja auch durchaus Spaß macht, aber nichtsdestotrotz die Aussicht, dass ich jetzt quasi Gesundheit eingesammelt habe, die Aussicht, dass ich jetzt quasi im vorletzten Level bin, das gibt Mut, sagen wir es mal so. Und ich bin echt gespannt, worauf das Ganze jetzt noch so hinauslaufen wird. Der Titel dieses Kapitels ist natürlich auch sehr verheißungsvoll. Der letzte Mensch auf Erden. Da scheint noch ziemlich was zu passieren. Okay. Ich hätte jetzt eher damit gerechnet, dass irgendwas von oben so angesaust kommt. Keine Ahnung, ein riesiger... Ja, sowas zum Beispiel. Das ist ein Witz, oder? Der Buh! Ja. Ich glaube, das muss aber so, ne? Geheimnis gefunden, Munition für Minigun, ah cool. Das muss deswegen so, weil der große Felsbrocken mir jetzt den Weg dort unten frei macht. Ja, ja, wir machen den Weg frei, das ist schön. Rock and Roll quasi, oh yeah. Großer Raum.
Großer Raum macht wenig Spaß. Da ist schon wieder so ein Schalter. Diese ganzen Schalter gehen mir hier auf den Sack. Ich will nicht immer irgendwas aktivieren. Und dann kommen Tausende und Abertausende von... Moment, hier sind schon Viecher. Verdammt, verdammt, verdammt. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Das sind die Schnellen, oder? Oder nicht? Oder doch? Nahkampf! Halt! Wo kommst du denn her, Kollege? Lups. 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 Ich weiß nicht, wo ich lang soll. Wir gehen einfach mal... Jetzt habe ich den Schalter überhaupt nicht betätigt. War das essentiell wichtig? Oder richtig? Oder... Ich glaube, jetzt landen wir nur hier oben. Genau. Das nutzt mir kein bisschen was. Ist mir jetzt irgendwas hinterhergelaufen? Ich hoffe nicht. Also ich meine, das ist eine coole Position, um dann etwaige Feinde unter Beschuss zu nehmen, aber... Wenn keine Feinde da sind, dann hast du schlechte Karten. So, Felsbrocken steht hier immer noch in der Gegend rum. Da hinten ist doch so ein Vieh. Genau. So, halt. Ich hab dich gesehen. Ich weiß genau, wo du bist. Ich weiß es. Ich weiß genau, wo du... Ja, du allein. Aber das könnte unter Umständen sogar der Einzige dann jetzt für den Moment gewesen sein. Na gut. Wir wechseln mal kurz auf das Sturmgewehr. Und speichern kurz. Ja. Mist, Schiss. So, aktivieren den Schalter und gucken, was passiert. Ist das da oben aufgegangen? Nee, da ist die Position jetzt doch auf beiden Seiten. Wo hat sich jetzt was verändert? Von wo? Von wer? Wann? Wo? Ich hatte das. Ach, das ist doch scheiße. Wo kam der Typ her? Wo kamst du her? Muss ich doch zwangsläufig hier irgendwo was geöffnet haben, oder nicht? Oder sehe ich das verkehrt? Ach, kann das sein? Ach so, die Dinger da oben, die bewegen sich jetzt. Jetzt kann man da drüber springen. Aha. Es ist natürlich scheiße, dass ich so viel Lebensenergie verloren habe, wegen dem alten Knochenfuzzi. Ach so. Lass mich raten, muss ich hier beeilen. Und? Nee. Hä? Hätte gedacht, aber wie? Die haben sich doch gedreht, oder sehe ich das ist verkehrt? War das eine optische Täuschung? Jetzt kann ich es wieder benutzen. Laufen, laufen, laufen. Laufen, laufen, laufen. Aber wo kam dieser blöde Knochenfuzzi her? Ach so, drunter. Coole Sache. Da spawnt dann, glaube ich, immer einer. Das ist ja hübsch. Gut, aber den kann ich ja in der Theorie mit einem Nahkampfangriff auseinandernehmen. In der Theorie. So, dann müsste jetzt hier um die Ecke kommen oder auch nicht. Vielleicht rennt er mir auch hinterher oder so. Ich weiß es nicht genau. So, flupp. Spätestens jetzt sollte er mir sowieso nicht mehr hinterherkommen. Scheiße. Ach Mann. So ein Dreck. Okay. Wir laden Spielstand. Jetzt wollen sie mir hier noch einen Jump'n'Run verkaufen. Finde ich ja schnupsig. So, hier. Laufen! Alle kleine Knochenfuzzis sind mir voll egal. Die sollen mich in Ruhe lassen. Dupdi-dupdi-dup-dup. So, und dann auch hier springen. Und da springen und jetzt... Das könnte ein bisschen doof werden. Ich glaube, der letzte Sprung ist in der Hinsicht zu knifflig, weil ich glaube, da muss ich kurz abstoppen und mich ein bisschen weiter rechts positionieren bei dem komischen Balken. Sonst schaffe ich den Sprung nicht. Hui! So, Moment. Einmal so. Einmal so. Einmal so. Bewegst du dich noch weiter? Achso, du bewegst dich noch. Das ist cool. Und flupp! Aha! Und flupp! Schön. Speichern. Weiß ja nicht, was gleich in der nächsten Ecke kommt. Nämlich zum Beispiel 2 Dutzend Knochenfuzzis. Nein, doch nicht. Aha. Geht's jetzt wieder nach oben? Geht's jetzt hier raus? Vielleicht? Eventuell? Ich würde mich definitiv freuen. So schön das auch ist, in irgendwelchen Gängen herumzulaufen, mehr oder weniger orientierungslos. Ah, da hinten, das sieht sehr, sehr nach draußen aus. Ja, so schön es auch ist, diese Gänge einfach zu haben, umso schöner ist es dann doch, irgendwann wieder nach draußen zu kommen.
HQ, do you read me? This is HQ. Sam? Is that you? You're alive? Hellfire? What's going on over there? Sneak attack. They came out of nowhere. We can't hold out long. Fuck you! They're coming out of the goddamn walls! Quinn's dead! Charlie's team is out of commission! It's last stand time! Find a safe place and hold up. If anyone survives, we'll find you. Shit! Hellfire! Hellfire! Over? Oh, it's not over until I teabag every last one of you alien motherfuckers. Huh? He tries to moon me? I'll shoot his ass off and hang it on my wall. See you in 3000 BC, bitch. I'm heading for the time lock. Aha. Wer ist Taum? Und sehe ich das richtig, dass sie jetzt von einem blöden Gorilla auseinandergenommen wurde? Das tut mir auf eine gewisse Art und Weise leid. Jede Menge Sachen zum Einsammeln. Tralalalalala. Gut, ja, irgendwie ein gewisser Taum will mir den Arsch aufreißen. Das finde ich wenig prickelnd. Deswegen will ich da irgendwie etwas dagegen tun, damit das möglichst nicht passiert. Sammle jetzt erstmal alle Sachen hier ein und jetzt bin ich offenkundig wohl tatsächlich der letzte Mensch auf Erden oder so. Ist da hinten was? Dann da. Am Himmel? An der Decke hätte ich jetzt fast gesagt. Oh, lalala, okay, anderes Problem. So. Okay, kümmern wir uns wieder um das, was hier irgendwie auf dem Boden der Tatsachen passiert. Nämlich kleine dumme Alien-Viecher, die jetzt irgendwie von allen möglichen Seiten angelaufen kommen und mir das Leben zur Hölle machen wollen. Könnte jetzt natürlich blöd werden, weil ich hier auf dieser Fläche fast nichts sehe. Ich kann nicht genau sagen natürlich, wie viele von den Knochenhainis so angelaufen kommen. Da hinten, das spawnen sie ja auf jeden Fall. Aber momentan hält sich das ja noch in Grenzen, was die reine, was die reine Anzahl angeht. Die kann ich momentan noch locker flockig hier mit einem wunderschönen Nahkampfangriff auseinandernehmen. Da spare ich sogar ein bisschen Munition und kann mich noch ein bisschen zurückhalten und die Lage sondieren. Ah, Moment. Da kommen dann jetzt normale Typen. Oh, die können wir so über den Haufen schießen. Bam, 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 bam. Alles kein Problem. Okay, ja. So einer. Steht da noch einer. Wir bleiben erstmal hier hinten und beobachten, wer da jetzt kommt, was da jetzt kommt, wie viele kommen vor allem. Müsste passen. Bap, bap, bap. Munition haben wir jetzt erstmal genug bekommen. Und auch von meiner Gesundheit und so weiter gefällt mir das eigentlich ziemlich gut momentan. Ja, genau. Wir nähern uns dem Höhepunkt oder wie auch immer. Es war ja so allgemein die Geschichte oder es war ja irgendwie die letzte Rettung der Menschheit, dass man so eine Art Zeitmaschine aktiviert oder was auch immer und damit in die Vergangenheit reist und da das auffällt, was auch immer den Planeten jetzt gerade zu schaffen macht. Nämlich diese ganzen Alien-Viecher halt so. So oder so ähnlich verstehe ich das jedenfalls in dem Moment. Ich hoffe, Sam weiß, wie man eine Zeitmaschine bedient. Oder wie man diese besagte Zeitmaschine jetzt in dem Moment einfach bedient. Ja, aber ich glaube, er ist da irgendwie... Er ist da ganz firm, was das alles angeht. Hier kommt man irgendwie nicht rein. Rüstung plus 1, Rüstung plus 1. Alles langweilig, alles langweilig. Hier kommt jetzt erstmal nichts mehr. Oh, da ist ein Schwabbel. Schwabbel hier, Schwabbel da, Schwabbel dup, dup, dup. Machen wir mal so. Fall um. Genau. Dankeschön. So. War das jetzt ein bisschen Verschwendung? Weiß ich nicht genau. Hätte man auch bestimmt eleganter und mit weniger Minigun-Munition ausschalten können. Aber ist mir fast Schnups. Fast Schnups. Schnups. Es ist mir einerlei. Es ist mir fast egal. Dup-di-dup-di-dup-di-dup. Dup-di-dup-di-dup-di-dup. Für vorletzten Level ist das eigentlich ziemlich spendabel, was die einem hier alles so in die Hand geben. Das einzig Blöde ist nur, dahin sehe ich Skorpione.
Das einzig Blöde ist nur, dass das ganze Terrain eben so... Ja... Man sieht halt nichts, ne? Dadurch, dass hier alles quasi gesehen zugebaut ist. Puff, 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 puff. So. Ja, jetzt kommen sie von links und von rechts und von überall her und machen mir das Leben schwer. So, dich mache ich so kaputt. Dich mache ich so kaputt. Gut. Die Rüstung will ich noch gar nicht einsammeln. Hauptsache. Weil ich weiß, dass ich sowieso noch ein bisschen Lebensenergie hinten verliere. Aber nur ein bisschen.